Es war ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau, die hieß Katerlieschen. Die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Eheleute. Eines Tages sprach der Frieder: Ich will jetzt auf den Acker, Katerlieschen. Wenn ich wiederkomme, muss etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen für den Hunger und ein frischer Trunk dabei für den Durst. Du weißt, Arbeit macht hungrig. Geh nur, Friederchen, geh nur. Ich will dir's schon recht machen. Du sollst mit mir zufrieden sein. Als nun die Essenszeit herbeirückte, holte sie eine Wurst aus dem Schornstein, tat sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und stellte sie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brutzeln. Katerlieschen stand dabei und hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken. Da sprach es zu sich selbst: Katerlieschen, Katerlieschen, sei gescheit. Bis die Wurst fertig wird? Derweil könntest du ja im Keller den Trunk zapfen. Also stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Keller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne und Katerlieschen sah ihm zu. Es war ein schöner Anblick. Plötzlich fiel ihm ein: Holla, der Hund oben ist nicht an der Kette. Der könnte die Wurst aus der Pfanne holen. Na, du kämst mir gerade recht. Und im Hui war Katerlieschen die Kellertreppe hinauf, aber der Spitz hatte die Wurst schon im Maul und schleifte sie auf der Erde mit sich fort. Doch Katerlieschen, nicht faul, setzte ihm nach und jagte ihn ein gut Stück ins Feld. Aber der Hund war geschwinder als Katerlieschen, ließ auch die Wurst nicht fahren, sondern über die Äcker hinhüpfen. Wirst du wohl stehen bleiben? Du kannst doch nicht Friederchens Wurst aufessen! Aber der Hund kümmerte sich nicht um Katerlieschen, lief und lief, und weg war er. Und die Wurst auch. Hin ist hin. Nun muss ich eben wieder nach Hause gehen. Weil es sich aber müde gelaufen hatte, ging es hübsch langsam und kühlte sich ab. Während der Zeit lief das Bier aus dem Fass immer zu, denn Katerlieschen hatte den Hahn nicht zugedreht. Und als die Kanne voll war und sonst kein Platz mehr, so lief es in den Keller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Fass leer war. Katerlieschen sah schon auf der Treppe das Unglück. Spuk! Was fängst du jetzt an, dass es der Frieder nicht merkt? Aber halt! Ich habe ja noch von der letzten Kirchweih einen Sack schönes Weizenmehl auf dem Boden. Das will ich holen und das Mehl in das Bier streuen. Ja, wer zu rechter Zeit was spart, der hat's hernach in der Not. Gesagt, getan. Katerlieschen stieg auf den Boden, trug den Sack mit Mehl herab und warf ihn gerade auf die Kanne voll Bier, dass sie umstürzte, und der Trunk des Frieders auch im Keller schwamm. Es ist ganz recht. Wo eins ist, muss das andere auch sein. Und jetzt will ich das Mehl schön im ganzen Keller verstreuen. Es wird ein schöner Anblick sein, wenn alles so reinlich und sauber hier aussieht. Um Mittag kam der Frieder heim. Nun, Frau, was hast du mir zurechtgemacht? Ach, Friederchen, ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat sie der Hund aus der Pfanne weggeholt. Und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelaufen. Und als ich das Bier mit dem Weizenmehl auftrocknen wollte, habe ich die Kanne auch noch umgestoßen. Aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz trocken. Katerlieschen, Katerlieschen, das hättest du nicht tun müssen. Lässt die Wurst wegholen und das Bier aus dem Fass laufen und verschüttest obendrein noch unser feines Mehl. Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewusst. Hättest mir sagen müssen. Frieder dachte: Wenn das so ist mit meiner Frau, so muss ich mich besser vorsehen. Thank you.
Nun hatte er eine hübsche Summe Taler zusammengebracht. Die wechselte er in Gold ein und sprach zum Katerlieschen: Siehst du, Katerlieschen, das sind gelbe Gickelinge. Mhm. Die will ich in einen Topf tun und im Stall unter der Kuhkrippe vergraben. Mhm. Aber dass du mir ja davon bleibst, sonst geht's dir schlimm. Nein, nein, Friederchen, will's gewiss nicht tun. Was kümmern mich die gelben Gickelinge? Als der Frieder fort war, kamen Krämer ins Dorf und fragten bei den Leuten an, ob sie nichts kaufen wollten. Irdene Näpfe, irdene Töpfe zu verkaufen, schöne irdene Töpfe haben wir hier. Wollt ihr nicht kaufen, liebe Leute? So kamen sie auch zu Katerlieschen und fragten auch sie, ob sie nicht von den irdenen Töpfen kaufen wolle. Ach, ihr lieben Leute, ich hab kein Geld und kann nichts kaufen. Aber könnt ihr gelbe Gickelinge brauchen? So will ich wohl kaufen. Gelbe Gickelinge? Warum nicht? Lass ja mal sehen. Ja, so geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe. So werdet ihr die gelben Gickelinge finden. Ich darf nicht dazugehen. Die Spitzbuben gingen hin, gruben und fanden Eitelgold. Da packten sie auf damit, liefen fort und ließen Töpfe und Näpfe im Hause stehen. Katerlieschen meinte, sie müsste das neue Geschirr auch brauchen. Weil nun in der Küche ohnehin kein Mangel daran war, schlug sie jedem Topf den Boden aus und steckte sie insgesamt zum Zierat auf die Zaunpfähle rings ums Haus herum. Wie der Frieder kam und den neuen Zierat sah, sprach er: Katerlieschen, was hast du gemacht? Hab's gekauft, Friederchen, für die gelben Gickelinge, die unter der Kuhkrippe steckten. Bin selber nicht dazugegangen. Die Krämer haben sich's herausgraben müssen. Ach, Frau, was hast du gemacht? Das waren keine Gickelinge, es war Eitelgold. Es war all unser Vermögen. Das hättest du nicht tun sollen. Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewusst. Hättest mir's vorher sagen sollen. Aber hör, wir wollen das Gold schon wieder kriegen. Wir werden den Dieben hinterherlaufen. So, komm, wir wollen's versuchen. Nimm aber Butter und Käse mit, dass wir auf dem Weg etwas zu essen haben. Ja, ja, Friederchen, will's mitnehmen. Sie machten sich auf den Weg, und weil der Frieder besser zu Fuß war, ging Katerlieschen hinten nach. Ist mein Vorteil. Wenn wir umkehren, hab ich ja ein Stück voraus. Nachdem sie eine Weile gegangen waren, kamen sie an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Wegs tiefe Fahrgleise waren. Da sieh einer. Was sie das arme Erdreich zerrissen, geschunden und gedrückt haben. Und das wird sein Lebtag nicht wieder heil. Oh, aber warte, liebe Erde, ich werde dir helfen. Pass nur auf, was ich mit dir mache. Und aus mitleidigem Herzen nahm es seine Butter und bestrich die Gleise rechts und links, damit sie von den Rädern nicht so gedrückt würden. Und wie es sich bei seiner Barmherzigkeit so bückte, rollte ihm ein Käse aus der Tasche den Berg hinab. Nein, nein, nein! Ich hab den beschwerlichen Weg schon einmal heraufgemacht. Ich gehe nicht wieder hinab. Es mag ein anderer Käse hinlaufen und ihn wiederholen. Die Käse aber kamen nicht wieder. Da ließ es noch einen dritten hinablaufen, und als sie alle drei ausblieben, sprach es: Ich weiß nicht, was das vorstellen soll. Doch kann's ja sein, der dritte hat den Weg nicht gefunden und sich verirrt. Ich will nur den vierten schicken, dass er sie herbeiruft. In Gesellschaft werden sie vielleicht lieber zurückkommen. Der vierte machte es aber nicht besser als der dritte. Da ward das Katerlieschen ärgerlich und warf noch den fünften und sechsten hinab, und das waren die letzten. Eine Zeit lang blieb es stehen und lauerte, dass sie kämen. Aber sie kamen nicht. Ach, ihr seid gut nach dem Tod schicken. Ihr bleibt fein lange aus. Meint ihr, ich wollte noch länger auf euch warten? Ich gehe meiner Wege, ihr könnt mir nachlaufen. Ihr habt jüngere Beine als ich.
Katerlieschen ging fort und fand den Frieder. Der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er Hunger hatte und gerne was essen wollte. Nun, gib einmal her, was du mitgenommen hast. Hier hast du ein Stück trockenes Brot. Trockenes Brot? Wo ist Butter und Käse? Ach, Friederchen, mit der Butter habe ich die Fahrgleise geschmiert. Und die Käse werden bald kommen. Einer lief mir fort, da habe ich die anderen nachgeschickt, sie sollen ihn rufen. Ach, Katerlieschen, Katerlieschen, das hättest du nicht tun sollen. Die Butter auf den Weg schmieren und die Käse hinabrollen. Ja, Friederchen, hättest mir's sagen müssen. Da machten sie sich über die traurige Mahlzeit und aßen das trockene Brot zusammen. Nach einer Weile sagte Frieder: Katerlieschen, hast du auch unser Haus verwahrt, wie du fortgegangen bist? Nein, Friederchen. Du hättest mir sagen sollen. So geh wieder heim und bewahr erst das Haus, ehe wir weitergehen. Bring auch etwas anderes zu essen mit. Ich will hier auf dich warten. Katerlieschen ging zurück und dachte: Friederchen will etwas anderes zu essen. Butter und Käse schmecken ihm wohl nicht. So will ich ein Tuch voll Hutzeln und einen Krug Essig zum Trunk mitnehmen. Danach riegelte es die Obertüre zu, aber die Untertüre hob es aus, nahm sie auf die Schulter und glaubte, wenn es die Türe in Sicherheit gebracht hätte, müsste das Haus wohl bewahrt sein. Katerlieschen nahm sich Zeit zum Weg und dachte, desto länger ruht sich Friederchen aus. Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es: Da, Friederchen, hast du die Haustüre. Da kannst du das Haus selber verwahren. Was hab ich für eine kluge Frau. Heb die Türe unten aus, dass alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. Jetzt ist zu spät, noch einmal nach Haus zu gehen. Aber hast du die Türe hierher gebracht, so sollst du sie auch ferner tragen. Die Tür will ich tragen, Friederchen. Aber die Hutzeln und der Essigkrug werden mir zu schwer. Ah, ich hänge sie an die Tür, die mag sie tragen. Nun gingen sie in den Wald und suchten die Spitzbuben, aber sie fanden sie nicht. Weil es endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Kaum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die forttragen, was nicht mitgehen will, und die Dinge finden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Katerlieschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen. Der Frieder stieg von der anderen Seite herab und sammelte Steine, stieg damit wieder hinauf und wollte die Diebe verjagen. Die Steine aber trafen nicht. Und die Spitzbuben riefen: Es ist bald Morgen, der Wind schüttelt die Tannäpfel herunter. Katerlieschen hatte die Türe noch immer auf der Schulter, und weil sie so schwer drückte, dachte sie, die Hutzeln wären schuld, und sprach: Friederchen, ich muss die Hutzeln hinabwerfen. Nein, Katerlieschen, jetzt nicht, sie könnten uns verraten. Ach, Friederchen, ich muss, sie drücken mich gar zu sehr. Nun, so tu's in Henkers Namen. Da rollten die Hutzeln zwischen den Ästen herab und die Spitzbuben sprachen: Die Vögel misten. Eine Weile ging alles ganz gut. Aber weil die Türe noch immer drückte, sprach Katerlieschen endlich: Ach, Friederchen, ich muss den Essig ausschütten. Nein, Katerlieschen, das darfst du nicht. Es könnte uns verraten. Friederchen, ich muss. Er drückt mich gar zu sehr. Nun, so tu's in Henkers Namen. Da schüttete es den Essig aus, dass er die Kerle bespritzte. Sie sprachen untereinander: Der Tau tröpfelt schon herunter. Endlich dachte Katerlieschen, ob es wohl die Türe sein könnte, die sie so drückte, und sprach: Friederchen, ich muss die Tür hinabwerfen. Nein, Katerlieschen, jetzt nicht, sie könnte uns verraten. Ach, Friederchen, ich muss, sie drückt mich gar zu sehr. Nein, Katerlieschen, halt sie ja fest. Ach, Friederchen, ich lass sie fallen. Ei, so lass sie fallen, in Teufels Namen. Da fiel sie herunter mit starkem Gepolter und die Kerle unten riefen: Der Teufel kommt vom Baum herab.
Und sie rissen aus und ließen alles im Stich. Frühmorgens, als Friederchen und Katerlieschen herunterstiegen, fanden sie all ihr Gold wieder und trugen's heim. Katerlieschen, nun sind wir wieder zu Hause. Du musst aber auch fleißig sein und arbeiten. Ja, Friederchen, ich will's schon tun. Will ins Feld gehen, Frucht schneiden. Als Katerlieschen im Feld war, sprach's mit sich selber. Ess ich, eh ich schneid? Oder schlaf ich, eh ich schneid? Ich will eher essen. Da aß Katerlieschen und ward überm Essen schläfrig und fing an zu schneiden und schnitt halb träumend alle seine Kleider entzwei, Schürze, Rock und Hemd. Wie Katerlieschen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halb nackicht da und sprach zu sich selber: Bin ich? Oder bin ich's nicht? Ah, ich bin's nicht. Unterdessen ward's Nacht. Da lief Katerlieschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenster und rief: Friederchen! Was ist denn? Möcht gern wissen, ob Katerlieschen drinnen ist. Ja, ja, es wird wohl drin liegen und schlafen. Na gut. Ja, dann... dann bin ich gewiss schon zu Hause. Draußen fand Katerlieschen Spitzbuben, die wollten stehlen. Da ging es zu ihnen und sprach: Ich will euch helfen stehlen. Die Spitzbuben meinten, es wüsste die Gelegenheit des Orts und waren zufrieden. Katerlieschen aber ging vor die Häuser und rief: Leute, habt ihr was? Wir wollen stehlen. Da dachten die Spitzbuben, das könnte ja gut werden und wünschten, sie wären Katerlieschen wieder los. Und um es loszuwerden, sagten sie: Vom Dorfe hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld. Geh hin, Katerlieschen, und rupf uns Rüben. Katerlieschen ging hin aufs Land und fing an zu rupfen, war aber so faul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, saß und stand still und dachte: Das wäre der Teufel, der so in den Rüben wühlte, lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach: Herr Pfarrer, auf eurem Rübenfeld ist der Teufel und rupft. Ach Gott, ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen. So will ich euch auf den Rücken nehmen und hinaustragen. Und wie sie auf das Feld kamen, machte sich das Katerlieschen auf und reckte sich in die Höhe. Ah, der Teufel, der Teufel, der Teufel! Und er eilte mit dem Mann fort. Und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader laufen als der Mann, der ihn auf dem Rücken getragen hatte mit seinen gesunden Beinen. Katerlieschen aber sitzt vielleicht heute noch im Rübenfeld.